Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute mal wieder so ein kleines Kisten-Opening. Und ja, wir wollen heute mal keine Necrolord-Eier aufmachen, keinen Great Vault und Konsorten, sondern es geht um Paragon-Kisten. Da hatten wir ja schon länger nichts mehr. Ich glaube, das letzte waren einmal Venari, die hatten wir relativ am Anfang von 9.1 aufgemacht. Und jetzt sind wir aber endlich soweit, dass wir bei den beiden anderen neuen Ruffraktionen, also einmal Vorstoß des Todes und Archivarkodex, jeweils ein paar Kisten rumliegen haben. Und ich hoffe, dass da das ein oder andere Mount drin sein kann. Beim Archivarkodex kann nämlich ein Mount und ein Pet drin sein. Und beim Vorstoß des Todes können zwei Mounts und ein Pet mit drin sein. Das hat mich jetzt etwa 2 Monate gekostet, die Fraktionen auf Max-Rufstufe zu bringen. Und dann jetzt noch ein paar Kisten. Wir haben insgesamt 5 Kisten zusammen uns gegaunert. Und ja, ich hoffe, dass das ein oder andere drin ist. Ich bin gerade noch ein bisschen hyped, eben meinen ersten 20er-Key in Time gelaufen. Ich bin ja nicht jetzt so der krasseste M-Plus-Spieler, aber das beflügelt mich. Und jetzt dachte ich mir, komm, das Luck, was ich da hatte, nimmst du mit für die Kisten und eventuell ist ja das ein oder andere Mount drin. Ich würde sagen, wir starten mal durch und fangen hier bei den Vorräten des Vorstoß des Todes an mit der ersten Kiste. Und was ist da drin? Es ist das Pet drin. Okay, das ist ja ganz nett, hätte ich gesagt. Lernen wir das mal. Mount hätte ich natürlich lieber gehabt. Dann nehmen wir gleich die zweite Kiste raus beim Vorstoß. Und machen auch die gleich auf. Alter, das ist nochmal das Pet drin. Holy moly, okay, das war schon mal nix. Dann machen wir die wichtigere Kiste auf. Die Kiste Vorrät des Archivarkodex. Das dauert richtig lang, da eine zu farmen. Ich hoffe, da ist das Mount drin. Und? Oh boah, ich habe einfach gar nichts drin gehabt. Okay, das ist ein bisschen schlecht. Das war Kiste Nummer 3. Dann haben wir noch eine Venari. Da habe ich das Mount schon. Vielleicht kriege ich das Pet nochmal raus für eventuell verkaufen. Ne, da haben wir auch nichts drin. Okay. Anscheinend bin ich nicht so lucky wie ein Kollege. Der hat da schon deutlich mehr rausgezogen. Und dann habe ich hier noch auf dem Twink noch eine Kiste. Vorrat des Vorstoß des Todes. Ach, das ist so blöd, wenn da zweimal das drin ist, ne? So vom Namen. Und auch nichts. Ich habe keinen Mount gekriegt. 2 Pets haben wir rausgezogen. Uff. Okay, anscheinend hat mein Glück doch nicht so angehalten, wie ich mir das erhofft habe. Heißt, ich muss jetzt dann nochmal ein bisschen farmen. Und ja, ich würde sagen, sobald ich wieder 5 Kisten zusammen habe, werden wir da reingucken. Und ich hoffe, dann ziehen wir auf jeden Fall einen Mount raus. Pet, wie gesagt, haben wir jetzt hier schon mal 1 zumindest. Ich hätte zumindest einen Mount hätte ich gern gehabt. Naja, schade. Muss ich doch hier nochmal ein bisschen weiter Dailies machen, beziehungsweise so ein paar Fragmente sammeln. Und ja, sobald ich da soweit bin, melde ich mich wieder. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie es bei euch aussieht. Habt ihr schon Glück gehabt mit dem Mount aus den Paragon-Kisten? Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.